Liebe Zuschauer, ich möchte mich an Sie wenden. In den Massenmedien von Deutschland, besonders in ARD, ZDF und so weiter, in vielen Journalen, der Spiegel, die Welt, FAZ und so weiter. Sie sprechen nicht die Wahrheit, leider. Sie stellen alle Ereignisse in einem anderen Licht dar. Sie verbreiten Lügen. Und ich möchte, dass das alle wissen. Es wäre sehr gut, für einige Zeit einfach den Fernseher abzuschalten. Und schauen Sie, es gibt einige Quellen im Internet, die wirklich die Wahrheit suchen und die Ereignisse, die jetzt stattfinden im Donbass, in der Ukraine, so darstellen, wie sie wirklich sind, wie sie sich wirklich zutragen. Sie sollen verstehen, es ist sehr wichtig für Sie zu verstehen, dass in der Ukraine an der Macht jetzt die Faschisten sind. Die Faschisten, die wieder einen Genozid veranstalten. Diesmal sind es nicht die Juden, die sie vernichten wollen. Es sind diesmal die Russen. Dort im Gebiet des Donbasses wohnen zu 90% russische Leute. Und in der letzten Zeit werden sie massenhaft umgebracht mit schwerer Artillerie, schießen die Ukrainer auf die Städte, zerstören Wohnhäuser, massenhaft sterben dort zivile Leute, die Zivilbevölkerung leidet dort sehr. Vor kurzem ist ein ukrainischer Reporter im Gromadske Telekanal aufgetreten und er hat öffentlich erklärt, dass im Donbass viele überflüssige Leute leben, die man einfach umbringen muss. Er sprach über eine Zahl von 1,5 Millionen Leuten, Menschen, die man auf kürzesten Wege, ja, wie man das schneller verwirklichen kann, umbringen muss. Und das hat er vollen Ernstes in den Äther gelassen. Sie sollen einfach verstehen, was dort sich abspielt und dass es schrecklich ist, dass die deutsche Bundesregierung, der Bundeskanzler von Deutschland, Angela Merkel, diese Politik unterstützt. Das ist völlig no. Es scheint, dass es absurd ist, weil Deutschland hat selber den Hitlerfaschismus durchgemacht, hat selber darunter gelitten und dass die deutsche Bundesregierung jetzt wieder den Faschismus unterstützt, das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich möchte, dass das alle wissen und sich zu Gemüte führen, welche Folgen das hat. Es kann sein, dass in kurzer Zeit sogar die NATO aktiv teilnehmen wird an den Kämpfen dort in der Ukraine und dass sie dorthin sogar deutsche Soldaten schicken werden. Seien Sie dagegen, machen Sie alles, tun Sie alles dafür, dass das nicht so kommen wird. Man darf dort keine deutschen Soldaten hinschicken, die Zivilbevölkerung umbringen wird, die den Faschismus unterstützen wird. Lassen Sie es nicht zu. Gehen Sie auf die Straße, demonstrieren Sie. Die Regierung soll wissen, dass die Leute dagegen sind. Die Leute sind gegen den Faschismus. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Ich möchte noch sagen, etwas ganz Wichtiges. In den deutschen Massenmedien wird es so dargestellt, dass die Leute, ihre Heimat verteidigen, die nennen sie Terroristen, die dort jetzt im Donbass kämpfen für ihre Heimat. Es sind keine Terroristen. Die wahren Terroristen sitzen in Kiew an der Regierung. Es ist sehr wichtig zu wissen. Vielen Dank.